Herzlich willkommen zu Nubert erklärt. Mein Name ist Stefanie Miklitz und ich zeige Ihnen heute, wie Sie Ihre Nubro X-Lautsprecher mit Bluetooth verbinden, um drahtlos Musik hören zu können und die Boxen mit der Nu Remote App steuern. Die Lautsprecher machen in Verbindung mit Tablet oder Smartphone schon eine vollwertige Stereoanlage, mit der Sie dann in Handumdrehen Ihre Lieblingsmusik genießen können. Das ist das Video für die Android-Geräte. Wenn Sie aber ein iPhone oder ein iPad verwenden, dann schauen Sie bitte das Video für die iOS-Geräte an, weil die Einrichtung dort ein bisschen anders abläuft. Zur Demonstration haben wir Ihnen hier ein Pärchen Nubro X3000 aufgebaut. Die Einrichtung gestaltet sich aber bei allen Nubro X-Lautsprechern gleich, egal ob Sie die Standlautsprecher haben oder die Nubro X-Soundbar. Bevor wir ins Detail gehen, zeige ich Ihnen erstmal, wie Sie die Lautsprecher via Bluetooth ganz einfach mit dem Tablet oder Smartphone verbinden können, um drahtlos Musik zu hören. Hierzu nehmen wir ganz einfach die Fernbedienung und gehen auf das Bluetooth-Symbol. Anschließend aktivieren wir das Pairing an der Masterbox. Und zwar drücken wir hierzu einmal die linke Pfeiltaste am Steuerkreuz, gehen nach unten und ins Untermenü Bluetooth. Dort wählen Sie bitte gleich Pair und der Lautsprecher meldet uns jetzt Pairing. Sie sehen eine kleine Animation und hören einen Signalton. Damit ist er bereit für die Verbindung. Gehen Sie jetzt mit Ihrem Android-Gerät in den Menüpunkt Einstellungen. Wählen dort den Eintrag Verbundene Geräte und dann Neues Gerät koppeln aus. Das Handy sucht jetzt nach den empfangsbereiten Bluetooth-Geräten. Unser Lautsprecher heißt Nubert X2. Sollte er Ihnen aber jetzt nicht angezeigt werden, schalten Sie am besten Bluetooth nochmal kurz aus und wieder ein. Manchmal hängt sich das Bluetooth etwas auf. Sollte das auch noch nicht geholfen haben, Gerät bitte nochmal neu starten. Sollten jetzt mehrere Geräte angezeigt werden mit dem Namen Nubert X2, dann wählen Sie den Nubert X2 aus, wo das Kopfhörersymbol abgebildet ist. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie drahtlos Musik über unsere Lautsprecher hören und haben das ganz einfach eingerichtet. Jetzt gehen wir weiter ins Detail und wir zeigen Ihnen, wie Sie mit unserer Nu Remote App die Lautsprecher steuern können und welche Stolpersteine es bei der Einrichtung geben kann. Wenn es bei der Bluetooth-Verbindung Probleme geben sollte, setzen wir am besten die Lautsprecher in die Werkseinstellung zurück, damit uns ältere Einstellungen nicht in die Quere kommen können. Dafür gehen wir mit der linken Pfeiltaste ins Menü und gehen runter bis Advanced. Bestätigen das mit der rechten Pfeiltaste und gehen wieder runter bis Default. Dann bestätigen wir mit der Mitte des Steuerkreuzes. Wenn die Verbindung geklappt hat, zeigt Ihnen das Display jetzt Connected an. Sie hören noch ein kurzes Signal. Zeigt Ihnen das Display Failed an, dann hat der Aufbau nicht geklappt, weil er vielleicht etwas zu lange gedauert hat. Kein Problem, dann machen Sie einfach den ganzen Vorgang noch einmal. Hat alles geklappt? Dann starten Sie jetzt einfach Ihre App oder einen Streamingdienst wie zum Beispiel Spotify und genießen Ihre Klangfavoriten. Um ein optimales Klangerlebnis zu erzielen, sollten Sie die Quelle so laut wie möglich einschalten und Störungen wie eventuell automatische Dynamikkompressionen abschalten. Zwei Dinge sind wichtig bei der Bluetooth-Verbindung zu wissen. Erstens, Sie können maximal nur zwei Geräte koppeln und zweitens, Sie haben eine Reichweite, die sehr begrenzt ist, maximal 10 Meter. Wenn Sie sich doch mal weiters wegbewegen oder die Verbindung abreißt, kein Problem, schalten Sie das Bluetooth in Ihrem Gerät einfach nochmal aus und wieder ein, dann sollte es sich wieder neu verbinden. So viel zur Musikwiedergabe. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie sich mit der Nu Remote App verbinden, um einfach und bequem damit alles steuern zu können. Eine Besonderheit gibt es bei den Android-Geräten noch. Sie müssen zusätzlich zum Aktivieren von Bluetooth auch Ihre Standortfreigabe aktivieren und der App erlauben, auf Ihren Standort zuzugreifen. Das ist leider so vorgesehen von Google und keine Sorge, wir übermitteln keine Daten und wir möchten auch nicht Ihren Standort wissen. Deshalb gehen Sie bitte nach der Bluetooth-Aktivierung nochmal in die Einstellungen Ihres Gerätes, um dort den Unterpunkt Sicherheit und Standort. Ganz unten unter der Rubrik Datenschutz muss die Standortübermittlung aktiviert sein. Bei der Installation der Nu Remote App erlauben Sie nun bitte dem Programm den Standortzugriff. Dann klappt auch die Kopplung. Sehen Sie bei der Geräteauswahl, über die wir gleich sprechen, keine verfügbaren Einträge, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie den Zugriff verwehrt oder die Standortermittlung deaktiviert haben. In diesem Fall bitte den Standortzugriff einschalten und die App neu installieren. Für die App müssen wir nun eine zweite separate Kopplung vornehmen, und zwar in der Anwendung selbst.
Wenn wir das Programm starten und noch keine Verbindung besteht, weist uns die Meldung direkt darauf hin. Please connect device. Das machen wir doch prompt und drücken auf Connect. Alternativ kommen wir in das Verbindungsmenü auch, indem wir oben rechts auf das Bluetooth-Symbol tippen. Hier sollte jetzt eine Liste der verfügbaren NuPro-Lautsprecher angezeigt werden. Wichtig zu wissen ist, dass jeder X-Lautsprecher einen eigenen Bluetooth-Chip verbaut hat. Wenn wir mehrere Boxen verwenden, tauchen hier also mehrere Einträge mit dem Namen NuBot X2 auf. Wir wollen uns aber nur mit dem Master Speaker verbinden, denn nur diesen können wir steuern. Deshalb empfehlen wir, vorübergehend die Slave-Lautsprecher auf der Rückseite einfach abzuschalten, damit es kein Durcheinander gibt und später einfach wieder zu aktivieren. Ansonsten können Sie auch einfach die verschiedenen Einträge durchprobieren. Als Slave-konfigurierte Lautsprecher lehnen die Verbindungsanfrage schlicht ab. Dann wählen Sie eben einfach den nächsten Eintrag aus. Die Verbindung wird in der App durch die Anzeige von Selected bestätigt. Der Lautsprecher selbst zeigt die Kopplung durch ein blinkendes NuPro-Logo im Display an. Steht die Verbindung, empfehlen wir als erste Amtshandlung, den Namen zu ändern. Dann meldet sich der Lautsprecher nicht mehr unter NuBot X2, sondern unter seiner neuen ID und Sie müssen den Lautsprecher zukünftig nicht mehr suchen. Dazu tippen Sie einfach den Eintrag an und halten den Finger für 2 Sekunden gedrückt. Und schon erscheint ein Eingabefenster. Wählen Sie einen eindeutigen Namen und drücken Sie auf OK, fertig. Die kurze Zeichenfolge am Ende des Namens wird automatisch angehängt. Sie dient der eindeutigen Identifikation. Nach der Umbenennung müssen Sie den neuen Eintrag auswählen, schließlich heißt die Box jetzt anders. Sie können die Box nun wahlweise über das Steuerkreuz oder über die Fernbedienung bedienen oder auch über die App. Die App empfiehlt sich besonders für komplexere Einstellungen, wie zum Beispiel die Bänder des integrierten Equalizers zu verstellen. Wenn Sie mehrere Lautsprecher im Single-Modus, wie zum Beispiel in einem Surround-Set, benutzen möchten, dann müssen Sie diese oben rechts beim Bluetooth-Symbol auswählen. Wir hoffen, dieses Video-Tutorial zum Verbinden der Lautsprechern oder dem Benutzen der Noom Remote-App konnte Ihnen nun weiterhelfen und stehen Ihnen natürlich bei Fragen sehr gerne zur Verfügung unter der eingeblendeten Nummer, auch sehr gerne per E-Mail oder via WhatsApp. Wir helfen Ihnen sehr gern weiter und freuen uns auf Sie.